Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute was ganz Niedliches zeigen, habe ich bei Facebook gesehen, habe danach gefragt. Das ist eine Idee von Min Ciari und sie hat euch auch ein Schnittmuster gebastelt, das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Es geht um diese kleinen süßen Herzchen. Das ist gedacht für Geldgeschenke. Ich kann mir da aber auch Gutscheine oder Geburtstagseinladungen drin vorstellen. Die sind blitzschnell genäht, die sind kinderleicht zu nähen. Also sie sind wirklich für Kinder auch geeignet und für Anfänger. Ich wünsche euch viel Spaß. Was braucht ihr für diese süßen Herzchen? Das Schnittmuster, unter dem Video in der Infobox verlinkt. Eine Filzplatte, 3 mm dick. Meine ist 30 x 45 cm groß. Und Webbandreste. Ich habe aus dieser Platte 9 Herzen geschnitten bekommen. Ihr schneidet eins richtig nach Schnittmuster zu und den zweiten Teil lasst ihr etwas größer. Das schneidet man nach dem Nähen erst zurück. Und 9 ist natürlich eine ungünstige Zahl, das macht 4,5 Herzchen. Also wenn ihr zwei Platten benutzt in dieser Größe, dann bekommt ihr da 9 Herzchen raus. Ja, ein Herzchen zuschneiden nach Schnittmuster, das andere etwas größer. So sollte das vor dem Nähen aussehen, weil sich Filz gerne mal verschiebt beim Nähen. Vor allen Dingen, wenn ihr dünneren Filz nehmt. Also es empfiehlt sich tatsächlich, mindestens 3 mm zu nehmen. Jetzt sucht ihr euch euer Webbandreststück, sollte 7 cm lang sein, ungefähr. Das schiebt ihr hier zwischen, wo euch das gefällt. Und wenn ihr habt, baut ihr euch jetzt so einen Überwendlingsfuß in die Maschine. Das sieht so aus. Das hat hier oben so eine kleine Führung. Das ist eigentlich für einen Overlockstich gedacht. Also für einen elastischen Stich. Ich benutze das jetzt für den ganz normalen Gradstich. Dieser Fuß führt wunderbar an dieser Kante vom Herzchen vorbei, sodass man immer den gleichen Abstand hat beim Nähen. Und dann wird einfach einmal ganz drumherum genäht. Oberfaden nach unten durchziehen, auf der Rückseite verknoten. Jetzt braucht ihr nur noch den Rückseitenstoff zurückzuschneiden, direkt an der Kante, die ihr hier vorne habt. Dabei nicht das Webband abschneiden. Und dann ist es schon fertig. Da könnt ihr euch jetzt natürlich noch austoben mit Bügelbildern, hier so Glitzersteinchen. Auf der Rückseite geht natürlich auch was Größeres drauf. Ihr könnt das beplotten oder besticken. Ich finde, das auf jeden Fall ist eine fabelhafte Idee. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.